Tropfen sein Blut darstellen. Dann geht's um einen Gralwächter. Also müssen wir einen Band mit einem Gralwächter suchen. Gralwächter Blut. Hier geht es halt um Philosophien, meiner Meinung nach, über Götter. Das kann auch Wein sein, stimmt. And my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of death. Das hat irgendwas mit Psychologie zu tun. Tun jetzt erstmal was mit Dingsbums. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Das ist Band 9, Band 9. Alles klar, Band 9. Band 9 ist das hier. What did Drake say about this collection? Ein Buch über esoterische Philosophie und ein Schlüsseltext in der theosophistische Bewegung von Madame Plessy. Das zweite sein, das er ähnlich verstanden hat mit Gott. Also 7-9. Drake talked about a particular volume. Mit verschiedene Rituale und Anrufen, Fluchtrituale. Finde ich jetzt nicht so. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Na, Oba hat er nie geredet? What did Drake say about this collection? Das könnte es im astrologischen... Ja, auch ein... Drake talked about a particular volume. Das könnte es auch sein. Dieses von Schriften zu verschiedenen Glaubensrichtungen, Worten von legendären Philosophen versafft. Inhalt übersetzt tabular. Könnte es auch sein? So these are the volumes that Drake was talking about in his message. What did Drake say about this collection? In die Prüfung durchgegangen, glaube, oder? Steht doch eine 9. Oben steht eine 9, warte mal. Ah ne, es sind nur Figuren. Heilige Gral war Mittelalter, Heilige Gral war Mittelalter, ja. Drake talked about a particular volume. Es muss nicht 7 sein, also es könnte 7 sein. Also ein Buch der esoterischen Philosophie und einen Schlüsseltext der theosophischen Bewegung. Also es kann natürlich das sein, eventuell. Aber ich würde sagen, Text 2, wo er da über dieses, er hat jetzt endlich verstanden mit diesen Göttern macht, könnte aber auch das sein, Band 2, meiner Meinung. Also die 2 kann auch 7 und 2 sein. Werke aus dem Mittelalter. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. Opa? So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Nicht. Hallo? What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. Wie gesagt.
So these are the volumes that Drake... Ooh. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. Bist du vier? So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Das ist doch Band 4. Meinst du? What did Drake say about this collection? Sieben. Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. What did Drake say about this collection? Ja, gut. Kannst du das Ding nochmal anhören? Ich bin auch so schlecht in Rätseln. Das sind auch so Rätsel, wo ich mir sage. The Queen has little protection. The Queen has little protection. The Chalice of Knowledge. Was eingraviert? Vielleicht nicht. Inezahl. Nur den Riss da. Beide weit was mit. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets.
Es waren 5 Edelsteine drauf. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Verdammt! Verdammt! Schade! Schade! Eins, zwei, drei. Drei Weiße mit der Königin 4. Was würde das bedeuten? 5, 3 oder 4? Geile Typen, Leute. Ich dachte wirklich, es hat die ganze Zeit was mit den Bändern zu tun. Ich hatte wirklich gedacht, es hat die ganze Zeit was mit den Bändern zu tun, aber... Hat er halt wirklich alles seine einzelne Bedeutung. Hat er wirklich alles seine einzelne Bedeutung. Nichts mit den Bändern zu tun. Ich dachte, das letzte Band entschlüsselt, dass das alles mit den Bändern zu tun hat. Ja, wir haben zu weit gedacht. Wir haben ein bisschen zu strange gedacht, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben ein bisschen zu krass gedacht, muss man ganz ehrlich sagen. War einfacher als gedacht. Ist klar? Ach, jetzt sind wir wieder im Institut. Kapitel 8, Riverside-Institut. Der namenlose Buchhandlung verfolgte Pierce die Spur eines versuchten Einbruchs. Er entdeckte, dass Charles Harkins hinter dem Einbruch steckte. Pierce öffnete den Tresor des Buchhandlungs Handels und fand, was dieser und Sarah Harkins darin aufbewahrt hatte. Ein in Menschenhaut gebundenes Buch lag im Tresor und zog den Detektiven unwiderlich an. Als er es öffnete, wurde sein Geist in einen anderen Körper projiziert. Alter. Stimmt, außerdem. Stimmt. Vorhin ja seine Memoiren. Also das mit dem Kelch, das stimmt ja. Also da muss er ja immer das Spiel so gespielt haben. Stimmt, die erste Walze und die letzte Walze haben Sinn ergeben, aber die zweite Walze hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Dr. Colden, this man's condition is deteriorating. What says Dr. Fuller? It's his patient, after all. He's busy with Captain Fitzroy. He specifically asked us not to bother him when that's the case. Oh, of course. I'll see what I can do. Mr. Blake, can you hear me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. There's nothing we can do. I tried talking to him. He's catatonic. Nee, es war nicht 539, es war... Doch, 539, doch, stimmt. Doch. 5 für die Rubine. 3 für die, um die Dame. Hätte auch 4 sein können, aber die Dame stand ja alleine. Das haben wir jetzt mal nicht mitgezählt. Den Patienten untersuchen. Did you inject him with a tranquilizer? No, doctor. Not me, not anyone. Our stock is empty, yet again. Again? But there was enough for the whole island. More and more people are suffering from insomnia. We can't refuse to help.
Of course. Any idea what this man might be undergoing? Very well. I'll examine him. 30-year-old subject. Severe hypothermia. Erythematous papules around the eyes and eardrums. Necrosed palpebral tissue. Lord, this smell. Alter, kann er sich mal waschen, der Typ? His skin shows abnormal loss of color and seems dried out. He's totally dehydrated. His fingertips and toes seem to feature a slight ring under the skin. Tender at the touch. Slightly sticky. Halt, stopp! Keine Ahnung, Steve da ist. Steve, der Road will was von dir! Ich geh schnell schiffen. Hol mal da was zu trinken. Gleich. Was kann man schon kaufen und runterladen? Was kann man kaufen und runterladen? Was kann man kaufen und runterladen? Achso, Fallout 26 nur auf den... Ach, zocken wir das alle zusammen? Zocken wir das? Haben wir wieder ein gemeinsames Spiel? Wird die Salzelite wieder zusammenkommen? Frag ich mich auch. Na, das frag ich mich auch. Wollen wir das am Sonntag zocken vielleicht? Sonntag, na, dann habe ich wieder Spätschicht. Oh, Mann, ey. Holst das einen an, ey. Boah, Alter, ey. Naja, weiter im Text erstmal. So. Severe malnutrition. Ah, das kommt erst in zwei Wochen. Achso. With traces of petechia. Doesn't seem like an edema. Slight protuberances seem to indicate the presence of a foreign body. So, Doctor, an opinion? I'm not sure I have the necessary knowledge to treat this man. Don't say that. You're our most worthy doctor after Dr. Fuller. Some of his symptoms are beyond my comprehension. What did you find? Das habe ich rausgehört, dass stark dehydriert ist. I see signs of hypodermoclysis, but he's still dehydrated. When was his last IV? He's constantly under perfusion. I've even gone beyond the recommended dose to no avail. And you won't believe me, but... When we bathed him earlier... He seemed to feel better? Yes. Like he needs an aquarium, not a perfusion. I need you. But that doesn't explain his condition.